Liebe Leute, willkommen zu Ori and the Blind Forest. Ja, wie viele habe ich auf der E3 den Trailer zum zweiten Spiel, zum zweiten Ori-Spiel gesehen und war mega geflasht und hatte auch übelste Gänsehaut. Und da dachte ich mir, hey, du hast dieses Spiel so lange vor dir hergeschoben. Jetzt ist vielleicht der richtige Moment, da mal ein Auge drauf zu werfen. Und das machen wir. Wir spielen Ori and the Blind Forest durch, würde ich sagen. Auf normal. Gute Herausforderung, nehmen wir an. Dieses Spiel ist natürlich ultra atmosphärisch und die Musik ist ultra stark. Das heißt, ich werde hier nicht durchgehend reden. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging im Sturm und Wind. Werde so also auch ab und zu einfach mal die Atmosphäre auf sich wirken lassen. Und ich hoffe, dass ihr in diesen Momenten, wie jetzt eigentlich schon, ein bisschen lauter dreht. Ich werde auch nicht so laut in dem Spiel reden, sodass ich nicht auf einmal anfange zu schreien, während ihr vielleicht die Musik genießt. Ja, im Endeffekt war es das. Ich werde aber das Mikro ein bisschen zu mir hinziehen. So, dann bin ich wenigstens ein bisschen lauter. Dann kann ich auch mit sanfterer Stimme etwas mehr reden. So, und hier sehen wir, ich glaube bereits den Protagonisten. Und wir dürfen schon laufen. Ich würde sagen, dann lass diese emotionale Reise mal zusammen beginnen. Viel Spaß wünsche ich in diesem Projekt. Ich habe gehört, so lang dauert dieses Spiel nicht. Schwalbennest. So 3-4 Stunden maximal, habe ich gehört. Aber unsere Wampe wackelt gut. Kann ich schon irgendwie... Oh Gott, toller, der kann ja echt gut springen. Noch irgendwas? Ne. Ne, kann ich nicht tun, bis auf Laufen. Okay, wir haben dieses Blatt gesehen. Das hier. Was unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Es leuchtet. Als Naru mein Licht an sich nahm, sagt... Oh, fängt schon cool an, muss ich ja sagen. Die Frage ist jetzt, wer ist Naru und wer ist Ori? Als ihr eigenes Kind. Ich glaube, das ist Ori. Und Nanu, oder jetzt habe ich... Ich habe den Namen schon jetzt wieder vergessen. Ist, glaube ich, der Fette. Und das hier ist Ori. Okay, jetzt spielen wir Ori. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich liege richtig. Probiere gerade alle Tasten durch. Ich spiele mit dem PS4-Pad. Selbst ich werde jetzt mal die Musik lauter drehen. Ich würde gerne nochmal zurück. Was sammelt der hier? Eier? Was soll das sein? Da ist er. Hui! Okay. Abgearbeitet. Kann ich den Korb mitnehmen? Nee. Okay. Also, ich muss sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt 60 Frames habe. Aber ich werde den... Alles Mögliche... Oh, das ist gerade echt schön. Ich halte mal die Fresse. Da haben wir jetzt den ganzen Tag dran gearbeitet. Und essen irgendwelche Baumfrüchte. Okay. Etwas, das unsere Aufmerksamkeit erregt.
Was ich sagen wollte, sollte ich diese Folge noch keine 60 Frames drin haben, ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, aber ich werde jetzt auch nicht neu anfangen, weil ich diese First Impression super wichtig finde und ich bin halt echt mega, also ich finde es gerade echt stark hier und sollte das Spiel nicht wie Teufel ruckeln, werde ich das auch so veröffentlichen, aber vielleicht, also dann werde ich spätestens bis zum nächsten Mal 60 Frames einstellen. Um das hier noch, also ich finde mal, in dieser schicksalhaften Nacht, ich finde in diesem Spiel sollte man echt, dem wird man nur gerecht, diesem wundervollen Spiel, wenn man das in voller Pracht sieht und da gehören auch 60 Frames zu, meiner Meinung nach. Ja, dann laufen wir mal weiter. Also ich bin natürlich ein bisschen gehypt, deswegen sage ich halt die ganze Zeit, dass es so wunderschön ist. Ich glaube, wenn ich den Trailer von Ori 2 nicht gesehen habe, ich weiß nicht, wie es hieß, irgendwas mit Shadow, dann würde ich vielleicht nicht so gehypt jetzt reden und sagen, boah, es ist wunderschön. Aber nachdem man diesen Trailer gesehen hat, achtet man tatsächlich echt auf Kleinigkeiten. Und okay, jetzt ist gerade Nacht und es ist so ein bisschen so ein leichter monochroner Blauschimmer drüber. Aber gerade als Tag war, es ist schon echt wunderschön gezeichnet. Also, was ist in dieser tollen Nacht passiert? Tauchte in den Himmel in Flammen. Was? Irgendwas mit tauchte in den Himmel in Flammen ein oder so. Jetzt war ich gerade kurz am Überlegen. Hui! Was machen. Vor allen Dingen haben wir unser Essen noch mit. Ich rief nach Ori. Okay, jetzt redet. Das ist auch die Stimme, die da redet, die das gerade schreibt. Der Baum. Pass doch auf, du. Okay, der Baum hat nach ihr gerufen. Frage ist, weiß dieser Naru das, dass der Baum nach Ori jetzt sucht und versucht er sie jetzt zu beschützen? Und doch Hoffnung, die gab es nicht. Frage ist, weiß dieser Naru das? Und versucht sie zu verstecken? Und was ist das überhaupt für ein komisches Affenwesen? Von vorne hätte ich jetzt gesagt, Chihiros Reise ins Zauberland, so ein bisschen. Aber der ist ja echt fett. Okay, es ist eine ganze Zeit vergangen und der Wald, es ist entweder tiefster Herbst oder die Bäume sterben. Ich erinnere mich an die Zeit. Nein, ich muss niesen. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich hoffe, das war nicht laut. Oh, oh, das bricht doch. Oh. Im Niedergang und ohne Licht. Entschuldigung. Okay, es gibt nichts mehr zu essen. Ja, ist es dein erstes Jahr oder was im Winter? Aber warst du noch nie vorher im Winter? Das musst du doch wissen, dass es nichts zu essen mehr gibt. Okay, gibt der Wald nur blind und traurig war. Er gibt das letzte ihr? Okay, er ist auch fett und kann ein paar Tage länger wahrscheinlich ohne Essen auskommen. Frage ist, Ori, teilst du es jetzt zumindest? Entschuldigung. Bin mir noch nicht sicher mit meinen Haaren. Hier gerade. Es könnte sein, dass sie echt weiß sind im Moment. Also echt, echt weiß. Ich war gerade frisch beim Friseur. Tatsächlich sieht man es hier nicht. Sie sind sogar ein bisschen lila. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Das sieht man Gott sei Dank hier gerade nicht. Ist erst, wo hat die denn jetzt die Früchte her, ist die Frage. Okay, wir sehen. Sind das Erinnerungen? Erinnerungen mit Naru. Ja, da haben sie das alles hier gebaut. Das stimmt, das sind also Erinnerungen. Oh oh. Okay.
Ist er denn noch da? Nicht, dass er jetzt gemobst wurde. Guck mal, Naro, was wir dir mitgebracht haben. Okay, er ist auf jeden Fall noch da, immerhin. Oh nee, oder? Genau wie der Wald stirbt entweder auch Naru oder er ist jetzt im Winterschlaf gefallen. Er ist nicht gestorben, oder? Nun wieder eine Weise, ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. Und immer sehen wir den Baum im Hintergrund, den großen, der nach ihr ruft. Also ich gehe einfach davon aus, dass es eine sie ist. Es sieht nämlich sehr zierlich und weiblich aus, Ori. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Ja, kletter doch mal hoch. Oh Gott. Was ist denn mit ihr? Ich kann ja gar nichts alleine. Oder ist es jetzt einfach wirklich die Trauer, die sie so... körperlich... Oh Gott, da fällt sie doch jetzt runter. Als Schreie ungehört verhalten. Und alle Hoffnung verloren ging. Kam wieder der Baum aus dem Hintergrund. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen die Musik hochstellen. Aber eher nicht jetzt. Jetzt gerade zu emotional. Doch, genau jetzt der richtige Moment. Entschuldigung. So. Als die Kraft meines Kindes wich. Okay, vielleicht sind wir wirklich vom Baum das Blatt, eins der Blätter gewesen. Oh Gott, was ist denn mit ihr los? Okay. Und der letzte Atemzug getan war. Okay, hier wächst eine Blume aus ihr. Da wächst alles aus ihr. Belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Spiel gespeichert. Oh Gott! Wie schnell sind wir? Sind wir ein Geist? Halte A gedrückt, was? Halte A gedrückt, um höher zu springen. Okay. Hey, warum kann ich mich festhalten, oder was? Hey, da kann man doch überhaupt nicht hoch. Das ist doch eine Lüge. Oh, lol. Ich bin tot. Cool. Ich wollte natürlich, habe ich extra gemacht, ich wollte nur gucken, ob man da hinten hier noch drauf kommt. Aber anscheinend nicht. Ne. Und dann gehen wir halt unten lang. Du hast da, was? Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurden Geisterlichter zu deinem
komischen runden Zeichen hinzugefügt. Entschuldigung. Finde weitere geisterliche Gefäße, um schneller Fähigkeitspunkte zu sammeln. Okay, hier war aber noch irgendwas hier. Halte nach unten und A gedrückt, um nach unten zu springen. Okay. Nehme ich mal an links weiter. Wir können die Dinger noch nicht kaputt. Wasser können wir auch nicht. Was kann das Ding? Okay. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Ne. Dachte, ich könnte schneller laufen. Eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Drücke B, um eine Seelenverbindung zu erzeugen. Spiel gespeichert. Okay. Komme ich jetzt theoretisch immer wieder hier hin? Wäre das nicht jetzt der perfekte Moment zum Speichern? Eigentlich schon, ne? Okay. Dann machen wir das doch jetzt mal. Es tut mir leid. Normalerweise sind erste Folgen bei mir immer relativ lang, aber der Moment hat super gepasst. Und ja, wir haben jetzt quasi den Prolog wieder, also gesehen. Und haben... Anscheinend ist unser bester Kumpel, Naru, gestorben oder im Winterschlaf gefallen und wir glauben, er ist gestorben. Und haben durch den komischen Deku-Baum neues Leben erhalten und sind jetzt wieder topfit. Was weiß ich warum. Und naja, dieses Rätsel gilt es wahrscheinlich hier zu lösen, unter anderem. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Man hat schon einige Impressionen bekommen, wie emotional und atmosphärisch das Spiel ist. Das wird hoffentlich so weitergehen und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr dabei seid und mit mir die Reise geht. Ich werde es auf jeden Fall fertig aufnehmen, wenn ich es jetzt schaffe, außer ich verzweifle so sehr an den Rätseln, dass ich es irgendwann aufgeben muss. Aber vom Prinzip her, ne? Okay, dann danke fürs Zuschauen und das Projekt wird... Ich bin mir nicht sicher, ob es täglich kommt. Vielleicht kommt es auch nur alle 2 Tage, je nachdem, was ich noch alles sonst so aufnehme in der nächsten Zeit. Das kommt auch nicht heute raus, das Projekt. Das kommt auch erst irgendwie in ein paar Tagen raus. Ich glaube, am Montag werde ich es, glaube ich, erst raushauen. Und mal gucken, was der Steam Sale, der jetzt heute in ungefähr 2 Stunden ansteht, was der mir so für neue Spiele ins Haus regnen lässt. Dann werde ich sehen, ob ich das täglich oder alle 2 Tage oder so raushaue. Aber auf jeden Fall wird es fertig gemacht, soweit es mir möglich ist. Danke fürs Zuschauen nochmal. Dann sehen wir uns, wenn die nächste Folge rauskommt. Auf jeden Fall. Tschüssi.